So, die Frage des Tages ist, was machen wir mit Babygol? Wir müssen ja irgendwie den Widerstandskämpfern beitreten. Das heißt, wir müssen Galef schlagen. Das heißt, wir müssen irgendwie an diesen Ding vorbei. Ja. Marktplatz, Klein Venedig. Warte mal, was war noch nochmal Doc? Ach, schau mal, haben wir den noch nicht angeklickt? Warum haben wir den Poké hier noch? Wir haben ja nicht mehr viele überbreite Screens in Deponia gelassen. Die meisten Sachen erzählen sich halt alle auf Screens, die halt genau die Bildschirmbreite haben. Hier haben wir zur Abwechslung mal einen Screen, der auch scrollt, wenn Rufus von links nach rechts geht und wo wir halt noch ein bisschen von unserem prima Parallax-Scrolling einsetzen, wenn auch nur sehr wenig und reduziert im Vordergrund, um ein bisschen Bildtiefe künstlich zu generieren. Was eigentlich schade ist, andererseits ist es spielerisch natürlich schon günstiger im Prinzip, wenn man alle Objekte, die auf dem Screen sind, halt mit einem Klick auch erreichen kann. Aber ich denke mal hier für diese etablierende, dieser wunderschönen Location des schönen Schwarzmarktes, ist es vollkommen angebracht und adäquat, einmal dieses Prinzip, dieses Neugefundene wieder aufzubrechen und zu sagen, nein, hier wird gescrollt, da möchten wir uns alles im schönen großen Panorama einmal angucken. Und entsprechend halten wir es auch aus, wenn wir am Anfang eben noch nicht per Doppelklick ganz links auf die Tür vom Gadget Shop klicken können. Das halten wir aus. Haltet es aus. Genießt die Ruhe. Enjoy the moment. Pookie. Apropos Gadget Shop, haben wir da denn schon unseren lieben Poki angehört? Nein, haben wir noch nicht. Ich glaube nämlich, wir waren noch nicht richtig bewusst hier drinne, oder? Wir waren nur kurz in der Sequenz drin. Das ist auch geil. Poki. Ja, das ist der Gadget Shop. Eine meiner Lieblingselemente im Spiel tatsächlich. Eigentlich so der Traumraum für einen. Wir haben in fast jedem Deponia ja auch einen Laden. Beziehungsweise Läden sind sowieso einfach tolle Locations für Adventure-Spieler, weil sie da halt sich irgendwie ausrüsten können und sich Sachen kaufen können. Jetzt haben wir keine Währung hier, aber Rufus kann da wenigstens nach Lust und Laune Gadgets ausprobieren. Aber ja, das ist eben nicht der einzige Spaß, diese total bekloppten Gadgets hier miteinander in Verbindung zu setzen, um halt irgendwie ein weiteres Gadget zu bekommen. Sowas wie den tollen Saftpressenhut oder Anti-Schwerkraft-Socken. Meine Güte, war das ein Aufwand, die Anti-Schwerkraft-Socken. Ich habe mir das so einfach vorgestellt, als wir die Animation für die Anti-Schwerkraft-Socken geplant hatten. Und ich dachte, wir drehen einfach Rufus einmal um, wenn er an der Decke lang läuft. Jetzt habe ich es verraten, aber egal. Und stattdessen hat halt der Animator nochmal einen kompletten neuen Walk-Cycle für Rufus gezeichnet, mit einem runterhängenden Mantel, wie Rufus an der Decke lang läuft. Zu viel des Guten. Aber großartig, dass sie es gemacht haben. Total irre. Aber alle Animationen, die wir da reingesteckt haben, sind natürlich da wieder eingespart worden, wo wir die aufwendigen Animationen von Rufus, wie er halt mit dem goldenen Drachen der Unsichtbarkeit rumläuft, die dafür halt angefallen wären. Eine Sache, die hier noch bemerkenswert ist, ist natürlich, dass wir Cowboy Dodos Allzweck-Datasetten hier im Angebot haben. Das heißt, hier wird schon unser Star-Auftritt vom dritten Teil angeteasert. Cowboy Dodo wird ja eine gar nicht mal so unwichtige Person im dritten Teil werden. Und das hier ebenfalls einer meiner Lieblingscharaktere bzw. Charakterkombinationen oder Gesprächssituationen stattfindet. Und zwar dieser Shop-O-Mat, der sich mit Rufus halt über den Verbleib von dem Gadget hier, von dem Besitzer des Gadget Shops unterhält. Wo kann er nur sein? Die Reaktion, ja, ist sehr schön, weil es eigentlich überhaupt gar keine Rolle spielt im Spiel. Und einfach nur durch die Optik wird dieses Gespräch so schön aufgewertet. Ich mag es. Na, werden wir doch mal mit dem Shop-O-Mat reden. Es bedient Sie Ihr Shop-O-Mat 2000. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich wollte gerade einfach, hatte mich gerade kurzfristig anders entschieden und wollte es doch erstmal angucken und dann habe ich das Gespräch erstmal weggeklickt. Sprechen wir mit ihm. Was verkaufst du hier denn so? In Gilligan's Gadget Garten finden Sie die unglaublichsten Apparaturen auf ganz Deponia. Gucken Sie sich ruhig um.
Probieren Sie gerne ein paar Gerätschaften aus. Aber bitte denken Sie daran, die Ware wieder zurückzulegen, bevor Sie den Laden verlassen. Natürlich. Was denkst du denn von mir? Meine CPU hat eine 86%ige Wahrscheinlichkeit eines versuchten Ladendiebstahls errechnet. Was? Das ist doch eine Frechheit. Auf welcher Basis denn? Anhand mehrerer Faktoren. So wie Sie rumlaufen, zum Beispiel. Schön. Auch der arme Rufus, der wird die ganze Zeit, das ganze Spiel über schon wegen seiner Äußerlichkeiten gemobbt. Das ist kein gutes, also diese Thematik, dieses, was das Spiel da transportiert, das finde ich nicht gut. Das ist so ein oberflächliches Spiel, finde ich nicht gut. Bist du ein Roboter? Der Gadgeteer hat mich gebaut, um ihm im Laden zu helfen. Ein geschickter Schachzug von ihm. Wo ist er jetzt? Diese Information ist irrelevant. Ich bin vollkommen autark. Verstehe. Ei, Robert! Wo kann der Gadgeteer nur sein? Wir wissen es nicht. Wir suchen ihn bereits seit Monaten. Wir? Wir? Ja, wir machen uns große Sorgen. Seine Frau und ich. Schön. Der Gadgeteer ist also verheiratet. Ja, Camilla ist eine wunderbare Frau. Ich bin täglich bei ihr und leiste ihr Beistand. Es muss eine harte Zeit für sie sein. Sie sollte nicht um einen Mann trauern, der sie im Stich lässt. Sie muss auch nach vorne blicken. Ach, also bei ihr. Ich werde jetzt nicht aussprechen, was ich gerade dachte. Das passt hier nicht rein. Dafür ist das Spiel nicht hoch genug geratet, dass ich meinen Gedanken jetzt vollbringe. Nee, das kann ich nicht bringen. Also, Menschen sind so unzuverlässig, nicht wahr? Das sage ich, Camilla, seit Monaten. Mittlerweile gibt sie mir recht. Roboter sind so viel zuverlässiger, sagt sie. Und haben einen viel längeren Atem. Warum ist der Sockel dort leer? Der ist nicht leer. Was Sie dort nicht sehen, ist der goldene Drache der Unsichtbarkeit. Das mächtigste Gadget Deponias. Goldener Drache der Unsichtbarkeit? Es ist schwer zu glauben. Aber er ist da. Ein schönes Gerät. Reich verziert. Und seine Kräfte sind unvorstellbar. Aber wagen Sie es ja nicht, ihn anzufassen. Ich glaube, ich kann mich gerade noch zurückhalten. Gut. Ich will diesen Drachen der Unsichtbarkeit haben. Vielleicht kommen wir damit da durch. Raus. Ich bin da mal wieder weg. Beehren Sie uns bald wieder. Gehen Sie bloß schnell weg. Ich muss zugeben, dieser Kundenbetreuungsbot macht seine Arbeit gar nicht schlecht. Ich frage mich trotzdem, wo der Besitzer des Ladens abgeblieben ist. Wo ist der bloß? Ich habe keine Ahnung. Ich wollte die Datasetten angucken, Mann. Saftpressenhut. Ein Saftpressenhut. Damit sehe ich bestimmt extra lässig aus. Wie ein Mann von Welt. Ohl wäre garantiert hin und weg. Ja, auf jeden Fall. Wird ja auch Zeit, dass den mal jemand erfindet. Wir haben doch was Langes. Können wir, Gurke der Erkenntnis, können wir die da reinstecken? Mit diesem Gerät lassen sich ausschließlich Bananen entkrümmen, was ist ja bereits nützlich genug ist. Schade. Können wir den aufsetzen? Eine sehr gute Wahl, mein Herr. Bitte vergessen Sie nicht, die Ware zurück an Ihren Platz zu legen, bevor Sie den Laden verlassen. Wir den anziehen? Oder kann ich da Gurkensaft trinken? Oh, Gurke der Erkenntnis! Ja. Offenbare mir deine Weisheit. Ich weiß zwar nicht, was das bringt, aber ja. Oh Gott. Die Frage ist, was bringt mir das? Was?
Diese unkaputtbare Sonnenbrille ewiger Finsternis ist der reinste Nepp. Bitte schildern Sie den Grund Ihrer Unzufriedenheit. Naja, sie ist kaputt. Darf ich die defekte Ware einmal sehen? Hier, wie ich gesagt habe, totaler Schrott. Das sind nur Kratzer. Die Brille ist noch vollkommen funktionsfähig. Sehen Sie, sie ist so gut wie neu. Okay. Ich verstehe. Raffiniert. Ich muss nur diesen Blechbruder dazu bringen, die Brille aufzusetzen. Und dann? Egal. Irgendwas Raffiniertes. Der Drachen der Unsichtbarkeit stehlen. Anti-Schwerkraftsocken. Die probieren wir doch jetzt mal aus. Vielleicht kriegen wir die jetzt damit. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Au! Cool animiert, auf jeden Fall. Können wir die Socken rausziehen? Ach so, wieder runter. Okay. Au! Ach, Rufus, nimm die doch mit. So, jetzt haben wir die. Wie kriegen wir die unzerstörbare Brille kaputt? Die Sonnenbrille der ewigen Dunkelheit. Sieht aus wie eine normale Sonnenbrille. Nur, dass das Glas mit schwarzer Farbe übermalt wurde. Geil! Den nehmen wir mit. Es tut mir sehr leid, mein Herr. Aber bei dem goldenen Drachen der Unsichtbarkeit handelt es sich nicht um ein Vorführmodell. Ich habe ihn gar nicht angefasst. Ich wollte nur meine Finger etwas ausstrecken und... Aham. Ist ja schon gut. Schredder. Es tut mir sehr leid, mein Herr, aber es ist nicht erlaubt, die Probeexemplare zu zerstören. Mache ich ja auch nicht, denn laut Etikett ist diese Sonnenbrille hier unzerstörbar. Das ist korrekt. Na dann. Na, bist du auch kaputt? Korrekt? Ach, du weißt schon. Unzerstörbar? Wunderschön. Ich wusste doch, dass ich sie kaputt kriege. Man sollte mich eben nie herausfordern. So. Guck mal, ich will mein Geld zurück. Diese unkaputtbare Sonnenbrille ewiger Finsternis ist der reinste Nepp. Bitte schildern Sie den Grund Ihrer Unzufriedenheit. Naja, sie ist kaputt. Darf ich die defekte Ware einmal sehen? Hier, wie ich gesagt habe, totaler Schrott. Das sind nur Kratzer. Die Brille ist noch vollkommen funktionsfähig. Sehen Sie, sie ist so gut wie neu. Lass das Theater, die Brille ist kaputt. Nanu, wo sind Sie denn? Ich kann Sie gar nicht sehen. Dieses unkaputtbare High-End-Gerät verhindert meine Sicht. Was für ein überwältigendes Erlebnis. Hallo. Hallo. Was man sich hier anhören muss. So einen brauchen Goal und ich unbedingt für unsere Stadtvilla auf Elysium. Wir könnten ihn zum Beispiel ins Schlafzimmer stellen. Dann könnte ich direkt vom Bett aus schreddern. Ja, genau, Rufus. Genau. Düt. Aham. War das etwa ein Räuspern? Du kannst doch gar nicht sehen, was ich hier mache. Oder ist die Brille etwa doch kaputt? Aber nicht doch. Die Brille funktioniert perfekt. Hehe, Ast rein. Verdammt. Darf ich jetzt, nachdem ich dieses voll funktionsfähige Exponat abgenommen habe, höflich fragen, was Sie da drüben treiben? Oh, ich bewundere nur Ihren goldenen Drachen der Unsichtbarkeit. Wirklich hübsch. Ich hasse Sie. Ich möchte die mitnehmen. Aham. Ist ja schon gut. Schade. Können wir damit jetzt? Können wir? Wir haben den... Ah. Wo ist denn mein goldener Drache der Unsichtbarkeit hin? Ich muss ihn irgendwo verloren haben. Rufus, das ist doch nicht dein Ernst. Oh Mann, ist er wieder zurückgelaufen, oder was? Oh! Aua!
Möwe gerade? Ich muss über irgendwas gestolpert sein. Hey, das war ja der goldene Drache der Unsichtbarkeit. Hier habe ich ihn also verloren. Kann ich den hier anwenden? Das ist er also. Der goldene Drache der Unsichtbarkeit. Er ist noch schöner, als ich ihn mir vorgestellt habe. Nehme ich zumindest an. Dann können wir den gar nicht draußen benutzen, oder was? Können wir den hier benutzen? Oh. Es funktioniert. Ich bin unsichtbar. Oh, Rufus. Sei leise. Aua. Schön. Können wir die mitnehmen? Yeah. Okay, können wir den mitnehmen? Au! Verdammt, das ist gar nicht so einfach, wenn man seine Hände nicht sieht. Ach, Junge. Autsch! Man konnte es zwar nicht sehen, aber ich habe mich bei der Landung extrem lässig abgerollt. Autsch! Ich meine, wow! Unfassbar, wie elegant ich mich wieder abgerollt habe. Ja, das habt ihr natürlich sehr schön gelöst. Den habe ich schön über den Tisch gezogen. Die Frage ist, jetzt wo wir... Warte mal. Wir haben ein Sonnenbrillenglas und wir haben eine linke und eine rechte Fassung. Ich glaube, wir können damit tatsächlich was machen. Warte mal, wenn ich... Vorausgesetzt natürlich... ich finde den Weg. Ich fühle mich irgendwie beobachtet. Ach, sei mal nicht so. Big Brother is watching. Alle werden beobachtet, Rufus. Nicht nur du. Periskop. Ach nee. Wenn jemand zuguckt, kann ich nicht. Ach, jetzt stell dich doch nicht so an, du kleine Buschi. Links, oder? Ja, links. Okay. Du schon, wie ich hab dir da... Ja, ich bin weiß. Geh weg. Linke Fassung. Geht das? Ja, das geht. Und ich hoffe, man kann das da drauf patschen. Die Idee ist nicht schlecht, aber dafür müsste ich sie erst wieder zusammensetzen. Ach so, okay, ich muss das komplett... So, Glas links. Mal gucken, wie gut er mich jetzt noch sieht. Düdüd. Ist das so klug, was wir da machen? Warum ist dein... Ach, Kätzchen. Ach klar, wir sollen ja die Muschi von der Donna hier rasieren. Das klingt so falsch, wenn ich das so sage. Das Kätzchen. Dieser Raum ist ein gutes Beispiel, wie dramaturgische Lücken im Konzept noch während der Produktion klug ausgenutzt werden können, um ein paar sehr schöne, witzige Sachverhalte zu schaffen. Tatsächlich hatte ich für das ganze Bewerbungsgespräch bei den unorganisierten Verbrechern noch überhaupt gar kein Walkthrough geschrieben, als wir anfingen und gezwungen waren, Micha halt für diesen Raum eine Skizze skribbeln zu lassen. Es war alles unausgegorener Quatsch, was hier passieren sollte in meinem alten Konzept. Und dann kamen zusätzlich noch Inhalte dazu, wie zum Beispiel die Notwendigkeit, Pläne zu verstecken irgendwo. Aber was sollte das für ein Item sein, für ein Hotspot? Pläne? Was für eine Pläne? Und so weiter. Es ist ein ganz großer Mist gewesen, der erste Entwurf von diesem Raum. Und dann, wie durch ein kleines Wunder, sind hier wunderschöne kleine Sachen passiert, die wir halt rein... Also rasier die Katze zum Beispiel... Oder nachher dieses Bewerbungsgespräch und die Logik dahinter gefällt mir sehr gut, obwohl auch manche Minigame-Hasser, ich persönlich mag ja Minigames, habe ich glaube ich noch nicht erwähnt. Habe ich das schon mal erwähnt? John, habe ich das schon mal erwähnt, dass ich Minigames hasse? Habe ich das eigentlich schon mal, dass ich Minigames mag? Ich mag Minigames. Habe ich das schon mal erwähnt, dass ich Minigames mag? Ich mag Minigames. John, sag mal, habe ich das schon mal erwähnt, dass ich Minigames mag? Ich mag Minigames. Habe ich das eigentlich schon mal erwähnt? Ich mag Minigames. Magst du Minigames? Ich mag Minigames. Magst du Minigames? Ich mag Minigames. Habe ich das schon mal erwähnt? Okay. Hier haben wir einen Vorhang. Hier haben wir einen Funkraum. Okay.
Da schau her, der Stachelbär. Wenn das mal keine Funkstation ist, was haben wir denn da? Irgendwelche Dias. Das müssen die Pläne des unorganisierten Verbrechens sein. Mal gucken, was diese Heinis vorhaben. Yeah. Moment mal. Bildschirm? Das ist ja nur Gekrakel. Da hat jemand mit Fingerfarbe drauf rumgeschmiert. Das ist doch... Hallo! Wink! Bitte kommen! Oh oh, da kommt ein Funkspruch. Wink! Melden Sie sich! Moment mal. Die Stimme kenne ich. Das ist doch... Cowboy Dodo aus dem Kommunalfunk. Wink! So antworten Sie doch! Hier spricht Cletus. Ich meine... Das ist doch Cletus, klar. Bulls Verlobter. Ex-Verlobter vielmehr. Scheinbar hat er den Absturz des Notboots überlebt. Aber was hat er mit dem unorganisierten Verbrechen zu schaffen? Besser, ich geh mal ran. Bei meinen Imitationskünsten wird er keinen Verdacht schöpfen. Oh oh. Hallo, Cletus. Wink, sind Sie das? Warum reden Sie denn so komisch? Ich rede nicht komisch. Ich klinge genau wie Wink. Ein phonetisch geschultes Ohr würde das sofort hören. Reden Sie keinen Unsinn und kommen Sie zur Sache. Sie wissen doch genau, dass uns... Sie meinen Ex-Verlobte. Ich meine Goal, meine Verlobte. Warten Sie. Ich habe das Bild besorgt, das Sie haben wollten. Sie können es sich als Dia ausdrucken. Und hier ist das Bild von der Datasette... auf der sich die Aufstiegscodes befinden. Aufstiegscodes? So, so. Der alte Schnösel hat also immer noch nicht aufgegeben. Wie war das? Die alten Brösel lohnt es sich doch immer aufzuheben. Ja, das sagt mein Börsenmakler auch immer. Brauchen Sie noch weiteres Material? Schön fand ich auch, dass die Datasette die war, die Rufus so schön modifiziert hat mit dem Herzchen, falls ihr euch erinnert. Wo sind Sie eigentlich? Warum wollen Sie das wissen? Ja, gute Frage. Warum nur? Wegen der späteren Übergabe. Meine Antwort wäre zwar plausibler gewesen, aber... ja, genau. Ich befinde mich in einem Organon-Sprengturm. Direkt an der Kreuzertrasse nach Porta Fisco. Die Koordinaten finden Sie auf dem folgenden Dia. Aber melden Sie sich nochmal, bevor Sie hier auftauchen. Sonst sorgt der Organon dafür, dass ihr Tauchboot die Wasseroberfläche nicht wieder sieht. Haben wir uns verstanden? Wozu brauchen Sie die Aufstiegscodes noch gleich? Das habe ich Ihnen doch bereits gesagt. Ja, Sie haben aber auch eine ziemlich miserable Aussprache. Ich erkläre es Ihnen noch ein einziges Mal. Das letzte Hochboot verlässt Deponia in einer Woche von Porta Fisco aus. Wenn also die Aufstiegscodes nicht bis morgen bei mir sind... komme ich nicht mehr rechtzeitig nach Elysium zurück. Das wäre ja nicht auszudenken. Das kann man so sagen. Eigentlich dürften Sie das alles gar nicht wissen. Aber ich verrate es Ihnen trotzdem, weil ich weiß, wie wichtig motivierte Mitarbeiter sind. Aus Gründen, die Sie nun wirklich nichts angehen, muss ich dem Elysianischen Ältestenrat berichten, dass Deponia unbewohnt ist. Davon hängt sehr viel ab. Alles andere ist unwichtig. Mhm. Genau. Ulysses, der Oberkontrollrat des Organon, will kein Risiko eingehen. Wenn mein Bericht Elysium nicht rechtzeitig erreicht, wird er dafür sorgen, dass Deponia tatsächlich unbewohnt sein wird. Wie war das? Wie war das? Dem Organon stehen die entsprechenden Mittel zur Verfügung, den gesamten Bereich um das Rostrote Meer in eine Wüste zu verwandeln. Wenn ich die Aufstiegscodes nicht bis morgen in den Händen halte... werden sie von diesem Sprengturm aus eine Bombe abwerfen. Als Folge wäre voraussichtlich alles Leben auf Deponia ausgelöscht. Dieses Dia sollte Beweis genug dafür sein. Aber dann wären Sie auch tot. Bravo! Sie beginnen zu verstehen, warum es mir so wichtig ist, Goal wiederzubekommen. Hoffentlich sind Sie jetzt angemessen motiviert, sie auch zu finden. Cletus out. Aber... Einen Moment noch! Ich hatte noch... Verdammt! Aber ich hatte noch eine Gesprächsoption. Was mache ich denn jetzt? Wenn Cletus die Aufstiegscodes nicht bis morgen in den Händen hält, wird alles Leben auf Deponia vernichtet. Aber wenn er sie bekommt, wird ganz Deponia vernichtet. Ich muss ihm irgendwie zuvorkommen. Und scheinbar hängt alles davon ab, wie schnell ich Goal überzeugen kann. Also letztlich von meinem Charme. Oh ja, nein. Glück im Unglück. Oh nein. Ich hatte noch eine Gesprächsoption.